Große Aufregung um den erschossenen Wiesent. Die Nachricht gestern schlägt heute immer höhere Wellen. Der Landtag wird sich damit beschäftigen. Die Naturschutzorganisation WWF hat Strafanzeige gestellt. Und aus Polen schwappt viel Empörung rüber, dass die Deutschen einen ihrer wenigen Wiesente getötet hätten. Ja, und alle eint die Frage, wieso musste das Tier gleich getötet werden, als es einmal hier in Brandenburg vorbeiguckte. Markus Groß. Es sind faszinierende Aufnahmen. Ein majestätisches Wildtier, eines der letzten seiner Art. Das einzige in Brandenburg. Was dann passiert, schockiert die Region. Das geschützte Tier wird erschossen, zerlegt und portioniert für das nächste Grillfest. Nach dem Beitrag bei Brandenburg aktuell überschlägt sich die Empörung in den sozialen Netzwerken. Wir hatten auf Facebook in kürzester Zeit unglaublich viele Kommentare aus Berlin, aus Brandenburg, aus unserem Nachbarland Polen auch. Und die Leute haben sich alle gefragt, warum musste das Wiesent sterben? Auch die polnischen Nachbarn trifft der gestrige Beitrag von Brandenburg aktuell mitten ins Herz. Das geschützte Tier war den Nachbarn bestens vertraut. Die Menschen hier, wenn sie dem Wiesent begegnet waren, haben sich zusammen mit dem Tier fotografieren lassen. Er ist zu einer besonderen Attraktion hier geworden. Der Tod des Wiesens schlägt Wellen. Auch im Brandenburger Umweltministerium sind sie geschockt über den Abschuss des Tieres. Wir haben noch die erste Anfrage vom Nationalpark Untere Wartemünde. Wenn es sich um diesen Bullen handelt, der dort beschrieben ist, dann ist es ein Tier, das seit mehreren Jahren dort eigentlich auch frei herumläuft. Und ich habe noch nicht gehört, dass deswegen die Woiwodschaft geräumt werden musste oder dass es dort irgendwie Probleme gab oder Gefahrenverzüge war. 2 Stunden versuchen Polizei und Feuerwehr vor Ort, einen Tierarzt mit Betäubungsgewehr aufzutreiben. Die Dämmerung setzt ein. Niemand weiß, welchen Schaden das Wildtier anrichten kann. Der Amtsdirektor ordnet den Abschuss an, doch die Kritik prallt von ihm ab. In dem Moment, wo mein Amtsbrandmeister mir sagt, dass das möglicherweise in Gefahr darstellt, war ich nicht überfordert, sondern die Entscheidung habe ich direkt getroffen. Ich habe da kein Abwägungsermessen, sondern Leib und Leben geht vor. Der WWF sieht den Wiesent als Opfer von Behördenversagen und stellt Strafanzeige gegen den Ordnungsamtsleiter. Handlungspläne gibt es bisher nicht, bestätigt der Amtsdirektor. Zukünftig werden wir da gewappnet sein und sicherlich auch den Landkreis einbeziehen. Vielleicht können wir das nächste Mal das Tier retten. Dass ein Tier sterben muss, weil die Behörden nicht wissen, wie sie handeln sollen, ist traurig. Hoffentlich hat das nächste Wiesent mehr Glück.